darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Von nah und von fern, ich habe schon gehört, da sind Touren, die ihr hinter euch gebracht habt, von über 100 Kilometer, das ist schon enorm, ja. Noch weiter die 100 Kilometer, fast 200. Recht herzlichen Dank, dass ihr diese Tour auf euch genommen habt. Wir haben Martin Renner gewinnen können für den heutigen Abend. Und liebe AfDler, ja, dürfen wir warten. Liebe AfDler, wie gesagt, recht herzlich willkommen. Aber es ist auch eure Veranstaltung, nicht hier vom Kreis Viersen, sondern ihr seid Mitveranstalter dieses Abends. Und das, würde ich sagen, zeichnet uns aus. Sollten hier Personen sein, die Weckruf 15 unterschrieben haben, auch ihr seid besonders herzlich willkommen. Und ich denke auch, wir haben es nicht nötig, hinter verschlossenen Türen was zu machen. Wir sind konservativ und halten die Türen für jedes AfD-Mitglied auf. Länger strapazieren mit meinem Gefakel, das sagt man mir am Platte Niederrhein. Ich werde das Wort den Martin, was sage ich jetzt, Martin? Geben. Ich darf mir noch mal kurz vorstellen, ich bin Kreisvorsitzender des Kreises Viersen und mein Kollege Dirk Schlomski, der hier für die Veranstaltung besonders sich auszeichnet mit der Raumgestaltung. Auch da, Dirk, danke schön, dass du wieder zur Stelle warst. Raimund Fenger, der später nachkommt, hat hier uns das ermöglicht, dass wir die technischen Sachen in den Griff kriegen. Das hören Sie, dass ich laut rede über das Mikrofon. Auch da, lieber Raimund Fenger, mein besonderer Dank. Und jetzt, lieber Martin, walte deines Amtes. Ja. Danke, lieber Lothar. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich ja immer, wenn ich hier in Nettetal, also Kreisverband Viersen, bin und bin ja schon auch das ein oder andere Mal da. Eigentlich haben wir uns gefunden, der Kreisverband Viersen, Nettetal und meine Person, obwohl ich ja eigentlich zu Düsseldorf bzw. zum Kreisverband Mettmann gehöre. Aber ich kann wirklich sagen, das sage ich nicht nur das Wissen, an die es adressiert ist. Am liebsten bin ich eigentlich immer hier in Nettetal und in Viersen. Ich empfinde das als meine politische Heimat hier in der Alternative für Deutschland, ganz eindeutig. Ich komme ja relativ viel rum in Nordrhein-Westfalen, aber ich habe ja auch das Vergnügen, politische Vorträge in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, also praktisch Bayern, überall diese politischen Vorträge zu machen. Und das hat einfach seinen Grund, weil traut man mir zu, dass ich das eine oder andere politische Thema transportieren kann, dass meine Stimme auch ausreichend ist. Ist meine Stimme ausreichend? Kann man mich gut verstehen? Das ist auch gut. Und zum Dritten, weil ich eben auch einer der Gründungsmitglieder der Alternative für Deutschland bin. Und heute ist es ein bisschen schwierig. Wir stehen vor einem ganz entscheidenden Bundesparteitag. Da verrate ich niemandem ein Geheimnis. Aber ich glaube, wir werden heute nichts Politisches besprechen. Wir werden auch nichts über Querelen oder so besprechen, sondern wir werden heute einen literarischen Abend machen. Als ich nämlich gefragt wurde von dem Herrn Schlomski und dem Herrn Kona, ob ich vielleicht kurz vor Essen nochmal eine Veranstaltung besprechen würde, da kam mir sofort spontan die Idee, das Motto dieses heutigen Abends, gibt es kein besseres Motto als ein Roman von Theodor Fontane und der heißt Irrungen, Wirrungen. Und ich glaube, das passt einfach auch auf die Situation der Alternative für Deutschland. Denn ein bisschen ist die Alternative für Deutschland auch die Geschichte eines Missverständnisses.
Das mag sich jetzt ein bisschen kryptisch anhören, aber wer schon länger in der Alternative für Deutschland, wer schon länger dabei ist und vielleicht auch intensiver in die Details der Alternative für Deutschland, denn eine Partei ist ja nicht nur ein Programm oder politische Position, eine Partei ist ja auch eine Organisation mit unterschiedlichen Gliederungen, mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Ansprüchen der einzelnen Personen. Und das muss ja insgesamt irgendwie ganz gut zusammen funktionieren. Ich komme wieder. Ob es in der Alternative für Deutschland so gut funktioniert, das werden wir heute im Verlauf des heutigen Tages einfach besprechen. Ganz kurz aber, dass wir unseren literarischen Abend auch tatsächlich würdig beginnen. Ganz kurze Inhaltsangabe, ganz kurz. Irrungen, Wirrungen ist von Theodor Fontane, ein Vertreter des deutschen Realismus. Das gefällt mir, weil auch in der AfD momentan natürlich Realismus angesagt ist. Und damals ging es in diesem Roman, und in diesem Roman geht es um einen Baronenoffizier, Otto von Rienecker, der adelig, aber total verarmt, eine junge Schneidermamsell, ein sehr hübsches Mädchen findet, Magdalena, Lena oder Lene genannt, und die haben dann halt, 1888 ist der Roman erschienen, die haben dann halt eine Liebesbeziehung gehabt. Aber sie haben unterschiedliche Erwartungen an diese Liebesbeziehung gehabt. Und eigentlich, 19. Jahrhundert, braucht man nicht allzu viel Vorstellungsvermögen, dass das nicht so richtig funktioniert mit diesem Standesunterschied zwischen einem Adligen und Offizier und einer Schneidermamsell, kann man sich vorstellen. Und nachdem sie dann, es wird nicht ganz deutlich beschrieben bei Fontane, man muss ja denken, es war 1888, ist ja kein pornografischer Roman, die heiße Liebe erkaltete dann relativ, dann doch zügig, weil es einfach nicht gepasst hat, wegen des Standesunterschieds. Jeder hat dann einen jemand anders geheiratet, also dieser Bruder von Rienecker hat die Käthe geheiratet, die Kohle in die Ehe brachte, und dann war er sozusagen wieder ordnungsgemäß ausstaffiert mit der Kohle, und die Schneidermamsell hat einen 20 Jahre älteren Herrn geheiratet, und sie haben für ihn ihr Leben mäßig glücklich verbracht. Das war die kleine Einführung in unseren heutigen Abend, denn darum geht es auch in der Alternative für Deutschland. Wird die Alternative für Deutschland mäßig glücklich miteinander, oder wird die Alternative für Deutschland die Funktionen, die Zielsetzungen, die sie hatte, realisieren können? Das hat was mit Personen zu tun. Und diese personellen Querelen, das werden wir heute so ein bisschen aufarbeiten, weil es gehört dazu. Und jetzt muss man vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen zu den Anfängen der Alternative für Deutschland. Die Alternative für Deutschland war ja nicht plötzlich einfach irgendwann mal da, sondern die Wahlalternative 2013 war ein Zusammenschluss, internetmäßig begründet, und da konnte man sich eintragen. Man war mit den Rettungsschirmen, mit dem Eurosystem einfach nicht einverstanden. Und da haben sich 16.000 Leute auf dieser Homepage eingetragen. Ja, ich unterstütze das, dass es eigentlich nicht richtig ist, dass wir diese Rettungsschirme zur Erhaltung des Euros, dieses missglückten Währungsexperiments, durchführen. Und die Idee, ich wurde dann irgendwann mal angerufen von dem Herrn Lucke, ob ich denn Lust hätte, man hat wahrscheinlich recherchiert, dass ich beruflich das imstande wäre, ob ich denn Lust hätte, in die Wahlalternative zum Aufbau einer Organisation meine Dienste zu erbringen. Und wir wollten eigentlich mit anderen politischen Parteien kooperieren, im Sinne von Allianzen. Und dann haben wir uns in dieser Funktion, Wahlalternative 2013, Lucke war dann Nummer 2 auf der niedersächsischen Wahlliste zur letzten Landtagswahl mit den Freien Wählern zusammen. Und dann haben wir uns in Hannover in Kaiserhof getroffen am 20.01.2013. Und das hat man ganz schnell gemerkt, dass die Wahlalternative 2013 nicht gut funktioniert, wenn sie mit so Freien Wählern, also mit so kleinen Parteien, kooperiert. Aber gab es auch keinen so besonders guten Zusammenkommen mit den Leuten. Ich erinnere mich, in der Freien Wählervereinigung
bei den Freien Wählern war der Adenauer Enkel, der Herr Wehrhahn, ich weiß nicht, ob Sie den, von dem schon mal was gehört haben, Adenauer Enkel, absolute hohle Fritte, der nur eben das Glück hat, dass er eben Adenauer Enkel ist. Und dann haben wir uns in diesem Hannoveraner Hotel getroffen und haben dann den Wahlabend Niedersachsen, 20.01. begangen. Und dann hat man gemerkt, das wird nichts. Also nach der ersten Hochrechnung 0,9%. Und dann wurde ganz laut die Debatte, ach, das wird doch eh nichts, wenn wir mit anderen Parteien hier kooperieren, wir müssen eine neue Partei gründen. Und da waren drei Protagonisten im Saal, die diese Argumentation, wir müssen eine neue Partei gründen, sehr stark geführt haben. Meine Person gehörte auch dazu. Und 70 Leute haben dann abgestimmt, wollen wir eine neue Partei gründen. Und 68 Leute haben gesagt, ja, wir müssen eine neue Partei gründen. Zwei Leute haben das nicht gewollt. Herr Lucke gehört dazu, der wollte keine neue Partei gründen. Und wir haben uns dann vorbereitet. Ich wurde in den Sprecherrat der Wahlalternative 2013 gewählt, wurde beauftragt, den Namen für die Partei mit zu gestalten, auch das Logo zu machen und die politischen Basispositionen mit einem Freund zusammen, ich nenne den Namen gerne, Axel Hahn, der 8 Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus als Abgeordneter für die FDP, aber ein Nationalliberaler, vielleicht kennen Sie die Begrifflichkeit noch, Fraktion von Stahl, Stahlfraktion, also Nationalliberaler, und das ist ein studierter Historiker, und wir haben zusammen 4, 5 Tage dann bei mir zu Hause wirklich basispolitische Positionen für die jetzt zu gründende Partei beschrieben. So, und dann haben wir Namen vorgeschlagen, Namen für die Partei. Und jetzt wird es nämlich schon spannend. Sie müssen sich vorstellen, die Alternative für Deutschland war ursprünglich eine Initiative zur Bekämpfung der Rettungsschirme für den Euro. Das heißt, schon im Gründungsgremium, und wir waren 18 Leute, die die Partei gegründet haben, waren unterschiedliche Intentionen damit verbunden. Es gab Leute, die waren wirklich nur an der monetären Geschichte, sprich, Euro ist ein absolut abartiger. Wir schwimmen anschließend alle um die Wette. Kein Problem. Es waren einfach Leute da, die nur das am Monetären eben das Interesse hatten. Und dann haben wir gegründet. Und wir haben dann den Namen vorgeschlagen, Alternative für Deutschland. Das ist so gewesen. Da haben von den ersten Leuten, also aus den Landesbeauftragten der Wahlalternative, bestimmt 20-25% die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wie kann man eine Partei für Deutschland nennen? Glauben Sie das? Dass das so war? Für Deutschland. Dabei muss man ja einfach sehen, wir haben ja eigentlich nur mehr oder weniger linksorientierte Parteien in Deutschland. Und wenn man als neue Partei sich etablieren will, auf den politischen Markt kommen will, muss man im Grunde ein Signal geben, welche Couleur man, welche Position man vertritt. Und man muss ein Zeichen geben, wir sind eine dezidiert nicht linke Partei. Und wenn du eine nicht linke Partei bist und sagst, für Deutschland, dann ist das genau das Zeichen, dass du keine linke Partei bist. Das Problem ist nur in unseren Medien, bist du, wenn du eine dezidiert nicht linke Partei bist du automatisch eine rechte Partei. Und das haben wir natürlich den Leuten erklärt, haben wir gesagt, ihr müsst auch die Nerv haben und den Mut haben, dann entsprechende Angriffe von den Medien, von den anderen Parteien einfach zu akzeptieren. Das ist einfach so, wenn man als nicht-linke Partei, sprich rechts von der CDU sich etablieren will, dass man dann eben so beschimpft wird und so beschrieben wird. Ja, das kriegen wir schon alles hin, das machen wir schon. Aber wir haben dann die Partei gegründet. Wir hatten noch an dem Gründungstag diese Schwierigkeiten. Wir haben über 4 Stunden über den Namen nochmal debattiert, obwohl das eigentlich per E-Mail alles schon geklärt war. Aber dann kam ein Adam nochmal
Es kamen verschiedene Leute, die sagen, nein, also wenn die Partei Alternative für Deutschland heißt, dann kann ich da nicht mit eintreten, weil bei meinem Arbeitgeber macht mir dann Probleme oder ich habe mit meinem Freundeskreis Probleme. Auch der Adam sagte, ich kann mich dann in diesem literarischen Kreis, in dem er sich bewegt, dann nicht mehr bewegen. Und dann haben wir bei der Gründung den Namen noch verändert in Alternative, eine Allianz für Deutschland in Europa. Haben dann aber 5 Tage, 6 Tage nach der Gründung mit dem anderen Namen wirklich so viel nochmal in Bewegung gesetzt, um doch Alternativen für Deutschland dann für die Partei als Namen zu entwickeln und zu machen, dass das dann am Schluss Gott sei Dank dann mit Erfolg gekrönt war. Warum ich das erzähle, so in dieser Länge, das muss man sich einfach verstehen. Die Alternative für Deutschland hat ein Herkommen, eine Quelle von Mitgliedern, die nicht ausschließlich aus dem politisch-ideologischen Teil des Bürgerlichen herkommen, sondern auch viele unserer Professoren auch, die einfach nur auf der Basis des missglückten Nährungsexperiments bei der Alternative für Deutschland mitmachen wollten und mitgemacht haben. Und das waren im Grunde die Schwierigkeiten, die dann im Laufe der Zeit, und darüber diskutieren wir heute so ein bisschen, im Laufe der Zeit immer deutlicher zu spüren war. Axel Hahn, wie gesagt, dieser Berliner und ich, wir haben dann Basispositionen entwickelt, Grundsatzpapiere. Und Grundsatzpapiere, zum Beispiel mit den Positionen, die die Alternative für Deutschland einnehmen kann. Beispielsweise, welche Staatsform wollen wir in Deutschland haben? Das klingt natürlich saumäßig banal. Naja, die parlamentarische Demokratie, natürlich banal. Nur, ist das wirklich so banal? Haben wir denn noch eine parlamentarische Demokratie in unserem Land? Glauben Sie das, dass wir das haben? Natürlich. Vordergründig ja, aber ist das nicht eher Fassadendemokratie? Denn die entscheidenden Fragen und Weichenstellungen werden doch schon längst nicht mehr im Bundestag gemacht, sondern werden über die Abgabe von Souveränitätsrechten in Brüssel organisiert. Entscheidungen, Festlegungen. Also die Festlegung, dass wir die parlamentarische Demokratie haben wollen, muss eine der Basispositionen der Alternative für Deutschland bleiben. Wie kann man sagen, wir haben eine parlamentarische Demokratie, wenn zum Beispiel ESM, diese Hilfspakete für den Euro, im Kreise von Staatschefs und Regierungschefs ausgehandelt werden, in Fontainebleau, dann werden diese ESM-Verträge 600 Seiten in englischer Sprache an den Deutschen Bundestag transferieren, an die Mitglieder des Deutschen Bundestages, 6 Stunden oder 5 Stunden, bevor dann die Verhandlung im Parlament ist, bekommen die das in englischer Sprache, 600 Seiten, und sollen dann sozusagen diesen Vertrag, der wirklich extremen Einfluss auf Haushaltsrecht, auf Organisation, auf Wirtschaftsplanung innerhalb unserer Nation hat, sollen dann die Hand heben und sagen, ja, wir wollen diesen ESM-Vertrag durchführen. Das ist einfach keine parlamentarische Demokratie, weil entscheidende Dinge fehlen. Nämlich das, was die Demokratietheorie sagt, Checks and Balances. Die Dinge müssen verhandelt werden, sie müssen gecheckt werden, welche Auswirkungen sie haben, ob Rechte anderer demokratischer Institutionen betroffen sind. Denn hier sind Rechte natürlich der Legislative betroffen, hier entscheidet die Exekutive, die Legislative wird sozusagen gedrängt zur Zustimmung, wie beispielsweise in der DDR, Volkskammer, wo auch Vorlagen einfach gegeben wurden, aber sie wurden nicht ausdiskutiert. Das heißt also, wir haben eine deutliche Veränderung im Hinblick auf die Qualität unserer demokratischen Struktur. Und das muss man debattieren. Da gibt es dann aber Leute in der Partei, wahrscheinlich auch hier im Raum, die nehmen das nicht so wichtig. Aber für andere ist es wieder extrem wichtig, dass man über derartige Dinge debattiert. Wir sehen, und ich will eigentlich
an diesem Punkt dann mit diesem Ansatz schon auch Schluss macht. Man sieht schon an diesem einen einzigen Punkt, sieht man schon, dass wir in der Europäischen Union durch die permanente Hingabe von Souveränitätsrechten ein demokratisches System sukzessive in ein autoritäres System transformiert wird. Wo, und jetzt bin ich hart in meiner Aussage, der einzelne Bürger, der Souverän, der Rechteträger, seine Rechte verliert und nur noch Funktionspflichten hat und im Grunde er zum Systemsklaven wird. Mag ein bisschen hart klingen, mag ein bisschen hart formuliert sein, aber letztlich sind das die Ansätze. Mit anderen Worten, eine Alternative für Deutschland, die im Wesen nach, ihrem Raison d'être nach, Dinge grundsätzlich in Zweifel ziehen muss, muss auch in Zweifel ziehen und muss die Frage stellen, welche EU wollen wir haben? Welche Rechte soll dieses Konstrukt wirklich haben? Zulasten der einzelnen Souveränitätsrechte der einzelnen Nationalstaaten. Ist es denn am Ende wirklich so, dass die EU eigentlich ein System darstellt zur Entnationalisierung der einzelnen Staatsbürger? Und wer hat da ein Interesse dran? Und warum sind diese Interessen? Und ist es im Interesse der einzelnen Bürger? Diese Fragen muss man doch stellen. Man muss sich auch im europäischen System oder im Eurosystem, in diesem missglückten Währungssystem, auch die Frage stellen, welche Stabilitätskultur braucht eine entwickelte Gesellschaft, um zukunftsorientiert und zukunftssicher ihre Geschäfte und ihre Entwicklung, ihre Entwicklungskonzeption zu vertreten. Da wurde uns Deutschen natürlich klargemacht, dass der Euro genau nach dem gleichen Prinzip wie die Deutsche D-Mark von der Deutschen Bundesbank stabilitätsorientiert geführt werden wird. Es wurde dargestellt, dass wir keine Transfersituation durch den Euro realisieren. Es wurde dargestellt, dass die anderen Nationen nicht für die Schulden anderer Staaten eintreten müssen. So wurde es dargestellt. Aber wenn man dann die Entwicklung gesehen hat, und Fachleute haben diese Entwicklung natürlich von vornherein gesehen, dass es so kommen wird, dann sieht man eben, dass diese ganzen Vereinbarungen und Vertragsbindungen letztlich für die Katz waren, interessierten nicht. Und der Euro ist heute ein Vehikel zur Erreichung eben genau dieser Transformationsentwicklungen, die wir vorher beschrieben haben. Nämlich, dass die Stabilitätskultur des Geldes gar nicht mehr vorhanden ist. Und Stabilitätskultur des Geldes ist für einen Franzosen grundsätzlich etwas anderes wie für einen Italiener oder für einen Spanier. Und ich werde diese Nationen in ihrer Stabilitätskultur jetzt gar nicht ab. Sondern ich stelle nur fest, Stabilitätskultur des Geldes ist für uns Deutsche etwas ganz Wesentliches und Relevantes, weil die D-Mark in ihrer Stabilität, die durch die Bundesbank aufrechterhalten wurde, im Grunde seinen Raison d'être, seinen Daseinsgrund nach dem Krieg durch die Stabilität der D-Mark erarbeitet sich hat. Das heißt, wenn man den Deutschen diese Stabilitätskultur des Geldes nimmt, dann nimmt man denen was ganz Wesentliches, wahrscheinlich mindestens so viel, wie wenn man einem Franzosen einen Rotwein wegnimmt, aber das ist jetzt nur ein kleiner Spaß. Die Franzosen, die Engländer, die Franzosen, die Italiener, die Portugiesen, die waren das unentwegt gewohnt, dass ihre nationalen Währungen im Verhältnis zu den anderen Währungen, wie zum Beispiel der D-Mark, regelmäßig, vielleicht alle ein, zwei Jahre, einfach abgewertet haben. Dann waren sie wieder wettbewerbsfähig, haben wieder exportieren können, bis sozusagen die nächste Welle des Abwertens wieder erfolgen muss. Und wenn der eine abwertet, dann wertet die andere Währung auf. Das ist natürlich ein Wohlstandsgewinn für die Bürger. Denn zu dem damaligen Zeitpunkt galten ja noch die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Etwas, was ein ganz neuer Staatsvertrag letztlich und Gesellschaftsvertrag letztlich darstellt, gerade für uns Deutschen nach dem Dritten Reich.
Sozialstaat plus Stabilitätsorientierung der D-Mark. Bei Aufwertungstendenzen bedeutet das natürlich für die Wirtschaft und für die Exportwirtschaft eine Innovationspeitsche, weil dann die Exporte erstmal ein bisschen teurer werden. Also muss man wieder ein bisschen besser werden. Das sind alles Regularien, die in einem solchen beschissenen Währungssystem wie dem Euro einfach nicht mehr vorhanden sind. Da gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Interne Abwertung, brutal, heißt Löhne 30-40% runter. Machen Sie das mal in Frankreich. Löhne 30% runter. Da können Sie ja noch nicht mal eine Stunde mehr Arbeitszeit durchsetzen, weil Franzosen sind einfach grundsätzlich, ohne die abwerten zu wollen, Reformen unwillig. Aber es gibt ja auch keinen Grund zu reformen, wenn sozusagen die Dinge auch so laufen. So. Das ist einfach die Situation. Also Abwertung geht nicht. Einrichtung eines Transfersystems. Wir haben dieses Transfersystem über die Rettungsschirme, über ESM, etc., etc., etc. Hinzu kommt, dass wir beispielsweise über den Target 2 Seiten in Größenordnung von 700, 800 Milliarden im Grunde unsere eigenen Exporterfolge über die Spareinlagen und über die Rentenansprüche und Versicherungsansprüche selber bezahlen, aber im Grunde das Geld gar nicht zur Exportwirtschaft, zu den Exportunternehmen kommt, sondern das sind ja nur Forderungspositionen, die nicht regelmäßig über die Zentralbanken abgewickelt werden. Das heißt also, wenn ich die Stabilitätskultur in Deutschland derart schmählich vernachlässige, dann braucht man sich einfach nicht zu wundern, wenn wesentliche Teile auch unserer Identität, unserer Vorstellung, was ist denn eigentlich eine deutsche Gesellschaft, wenn das einfach verloren geht. Und in dieser Phase, denke ich, sind wir momentan sehr deutlich. Das war ein weiteres Feld, was wir als Alternative für Deutschland besprochen haben. Das waren ja noch Dinge, die konnte jeder auch am Anfang in der Alternative für Deutschland. Ja, darf ich eine Frage stellen? Ja. Ich habe unterschiedliches über Tage 2 gelesen. Einmal habe ich gelesen, diese Minus, die dann andere wegen der Geschäfte und so weiter dann haben und was sie dann später bezahlen müssen, da müssen die Zinsen auch bezahlen. Der Bank Fark ist in seinem Buch, hat es auch geschrieben. Wer? Das? Wer? Warum Fark ist? Ja, also momentan, wenn überhaupt auf diese Tage 2 Seiten meines Verfahrens werden da keine Zinsen, weil das sind eigentlich Ausgleichspositionen. Was positiv Bestand in der Deutschen Bundesbank darstellt, ist ein Negativsaldo in der italienischen Bank beispielsweise. Eigentlich, ich glaube nicht, dass da eine Verzinsung eine Rolle spielt, aber selbst wenn eine Verzinsung eine Rolle spielte, dann würde bei dem Zinsniveau, was momentan ist, das sowieso keine Rolle spielen. Das Problem sind die Haftungen bzw. die Sicherheit, tatsächlich diese Exporterlöse, 700, 750 Milliarden, das sind ja schon ordentliche Größenordnungen, ob die überhaupt bei einem Zusammenfallen dann dieses Währungskonstrukts Euro tatsächlich dann noch normal abgewickelt werden, da streiten sich heute schon die Geister und da brauchen wir eigentlich nicht streiten, die werden nicht mehr ordentlich abgewickelt. Wenn dieses System im Chaos versinkt, und ich fürchte, es wird im Chaos versinken, dann werden diese Forderungspositionen einfach weg sein. Man muss aber korrekt sagen, dass das, was der Varoufakis meint, das sind, was Griechenland in Anspruch nimmt, das sind ELA-Kredite. Ja, das sind nicht die Tage 2. Das ist anders als Tage 2. Die Tage 2 werden ja die Exporte, das sind 750 Milliarden. Die ELA-Kredite sind Notstandskredite, die 90 Milliarden Euro, die Griechenland bekommt, die sind zinsfrei. Die sind zinsfrei. Naja, weil es ist eigentlich nur mehr Geldschöpfung im Eigentlichen. Komm aber obendrauf. Ja, komm obendrauf. So, also das sind dann Dinge, wo sich dann auch noch Wirtschaftsprofessoren schon noch mit beschäftigen können und auch gerne beschäftigen. Aber die Ansätze einer Alternative für Deutschland geht darüber hinaus. Beispielsweise die Fragestellung Islamisierung. Ganz schwieriges Thema. Geht zum Beispiel auf die Frage Zuwanderung.
Und da wird es dann schon schwierig für einen ausschließlich volkswirtschaftsorientierter Mensch, dann tatsächlich hier im Diskurs dann bestehen zu können und zu wollen. Und das sind schon Themen, Zuwanderung, Islamisierung, das sind Themen, die beispielsweise Herr Lucke von vornherein nicht haben wollte. Diese Debatten sollten nicht geführt werden. Aber wir müssen die natürlich führen, denn wir können nicht in einer Gesellschaft leben und Zukunftskonzeptionen entwickeln, wenn ein großer Teil gesellschaftlicher Gruppierungen ihre Herkunftskultur, islamische Herkunftskultur, für wertvoller erachten als unsere identitäre Kultur. Das kann nicht funktionieren. Das hat auch noch in keiner geschichtlichen Phase in irgendeinem Land funktioniert. Das heißt, wir müssen die Debatte über die Definition unserer Leitkultur müssen wir führen. Das hat schon mal einer versucht aus der CDU, Merz. Friedrich Merz, genau, der hat das angefangen, hat bös die Ohrfeigen bekommen, aber das spielt keine Rolle, man muss über diese Dinge debattieren. Und zumal jetzt, wo wir wirklich Schleusen geöffnet sehen im Bereich der Zuwanderung. Milton Friedman, Nobelpreisträger, Nationalökonomie, hat eine sehr kurze, knappe, aber sehr konkludente Darstellung gemacht. Er sagt, eine Gesellschaft kann organisiert sein als ein Sozialstaat. Eine Gesellschaft, eine Nation kann organisiert sein mit offenen Grenzen. Aber ein Sozialstaat kann niemals offene Grenzen haben. Weil sonst die Zuwanderung in eine sozialstaatsorientierte Gesellschaft mit Sicherheit den Sozialstaat ruinieren wird und zerstören wird. Und genau das passiert heute. Wir haben in der Subsahelzone heute ungefähr 800 Millionen Menschen. Die haben eine Reproduktionsrate, dass man hochrechnen kann, im Jahre 2028 werden wir 1,3 Milliarden Menschen haben in der Subsahelzone. 30% dieser Menschen können sich vorstellen, nach Europa einzuwandern. Rechnen Sie sich das mal aus. Das ist nicht darstellbar. Nicht zu uns. Ja, ja, gut. Wir sind der. Die wollen, aber die kommen nicht zu uns. Naja, aber Sie sehen, man muss über solche Dinge dann einfach als politische Partei debattieren. Haben Sie den Eindruck, dass über dieses System debattiert wird? Nein, natürlich nicht. Sondern es wird einfach ausschließlich abgehoben auf unsere Pflicht zur Solidarität, auf unser grundsätzlich christliches, humanitäres Fundament. Nur, das ist natürlich ein Schattenboxen. Wenn diese Form der Zuwanderung, wir erwarten in diesem Jahr 500.000 Zuwanderer, dann wird à la longue dieser Sozialstaat nicht mehr Bestand haben. Ja, aber auch das ist natürlich endlich. Denn wir haben ja heute schon die Situation, dass wir im Grunde, und das ist der nächste Bereich, den wir auch unserem damaligen Bundesvorstand der Alternative, den ersten Bundesvorstand, und der sich dann ganz schnell an die Partei eintragenden Mitglieder gerichtet haben. Das geht dann in den Bereich der Demografie. Wir leisten es uns ja heute nicht mehr, Kinder zu haben. Natürlich ist das eine individuelle Entscheidung von Mann und Frau oder Frau und Frau und wem auch immer. Eine individuelle Entscheidung. Nur, Tatsache ist, die hohen Steuer- und Abgabenlasten zwingen die Menschen dazu, relativ geringe Nachwuchsraten zu produzieren. Wir haben eine Quote der akademisch gebildeten Frauen von 46%, die keine Kinder haben. 46%, brutal ausgedrückt, bedeutet das, nur noch die Dummen bekommen die Kinder. Das hat natürlich Auswirkungen auf einen
Das hat Auswirkungen auf einen durchschnittlichen Intelligenzgrad einer Gesellschaft. Und ich sage Ihnen und ich schwöre Ihnen, eine so wohlstandsorientierte Gesellschaft wie die deutsche Gesellschaft kann es sich nicht erlauben, in einer 10er-Dekade eine Reduktion des durchschnittlichen Intelligenzquotienten von 10 Punkten zu realisieren. Dann werden wir eben nicht mehr in dieser Form sozusagen kompetitiv und wettbewerbsorientiert operieren können. Klingt hart, ist aber so. Und es ist natürlich Idiotie anzunehmen, zu glauben, dass die Hochausgebildeten und die Hochleistungsträger aus anderen Ländern zu uns kommen, die wir hier ein sehr hohes Abgabensystem und eine sehr hohe Abgabenquote haben, um unsere Sozialsysteme vor dem Kollaps zu bewahren. Das ist völlig irre, das ist irrational, aber es wird so getan, als ob es passieren würde. Nein, ich sage Ihnen das ganz anders. Unsere hochentwickelten Kapazitäten werden weggehen und werden an aller Welt Arbeitsplätze finden können, weil sie entsprechend gut ausgebildet sind und intelligent sind. Tun sie jetzt schon. Aber Renner, ich will mal eine Anmerkung, man muss da etwas differenzieren. Also Zuwanderungspolitik, Immigration und Asyl, das sind zwei Bereiche, die man eigentlich so nicht vermischen kann. Ich meine, Zuwanderung brauchen wir, das steht außer Diskussion, aber geordnete Zuwanderung. Aber dass sich große Volksgruppen aus der Sahelzone diese Zuwanderung erpressen als Asylanten, das ist ein ganz anderes Kapitel. Also, da müssen wir differenzieren. Ich kenne das. Wenn wir zu viele Zwischenwortmeldungen haben, dann zersplittert sich total aber die Debatte, der Vortrag. Nicht, dass ich das jetzt unterdrücken will, aber ich kenne das, weil ich es sehr häufig mache. Hin und wieder gerne, aber nicht und so weiter. Soll ich das dann auch machen? Wir machen das danach. Ja, wir werden ja ohnehin eine Pause haben und dann werden wir danach diese Debatte führen. Sie haben natürlich völlig recht. Wahrscheinlich war das eine Unterlassung von mir. Ich will natürlich nicht Zuwanderung über einen Bogen schlagen. Ich bin absolut der Auffassung, dass wir ein Asylrecht, so wie es unser Grundgesetz und die Genfer Flüchtlingskonvention formuliert, absolut haben müssen. Aus jedweder Beziehung, auch sogar aus humanitären Gesichtspunkten, wenn man zum Beispiel praktizierender Katholik ist, der ich bin. Selbstverständlich. Aber was wir nicht hinnehmen dürfen, ist dieses Asylrecht zu unterwandern und zu unterlaufen, indem wir 97% nicht berechtigt, zumindest nicht auf diesen Grundlagen, berechtigte Zuwanderung haben. Und so wie ich das gerade falsch gemacht habe, indem ich von einer generellen Zuwanderung gesprochen habe, müssen Sie sich mal überlegen, wenn Sie irgendeinen Fernsehbericht über Flüchtlinge hören, ob da eine feine Unterscheidung gemacht wird. Es sind alles Flüchtlinge. Alle, die hier anlanden, sind Flüchtlinge. Nicht nach Asyl, grundberechtigt unterschieden und einfach Einwanderung, Zuwanderung in Sozialsysteme. Denn was ja die wenigen oder viele nicht wissen, wie hoch schätzen Sie denn den Prozentsatz beispielsweise der Menschen, die aus dem Kosovo, aus Bosnien und so weiter kommen, praktisch Länder, mit denen wir in Verhandlungen stehen, ob sie Teilnehmer und Mitglieder der Europäischen Union sein wollen. Das sind 45% aller, die zu uns kommen, kommen aus dem Kosovo. Das heißt, da gibt es gar nicht entsprechende Gründe, dass sie auf der Basis des Asylrechts hier beispielsweise bei uns um Asyl nachfragen könnten. Sie tun es aber. Und dann ist eben eine Frage der Exekutive. Wie streng und wie stark versucht man dann eben unberechtigt, also widerrechtlich, in Anspruchnahme von Asylberechtigung dann tatsächlich zu ahnden? Und wie schnell ist man dabei, tatsächlich abgelehnte Asylbewerber tatsächlich dringend aufzufordern, doch wieder ihre Heimatländer aufzusuchen? Demografie haben wir gerade schon ein bisschen gestreift, das war natürlich auch eines dieser Punkte, die wir debattiert haben. Energiepolitik haben wir auch. Eine Gesellschaft, eine Industriegesellschaft wie unsere braucht bezahlbare, günstige Energie. Wo das nicht möglich ist, wird dieser Wirtschaftsfaktor Energie zu einem limitierenden Faktor.
zu einem wettbewerbsverhindernden Faktor. Und von daher ist natürlich Energiepolitik, ich will mich ein bisschen kürzer fassen, eine extrem wichtige Angelegenheit. Diese Felder muss eine Alternative für Deutschland mit abdecken. Sicherheits- und Außenpolitik. Frau Merkel hat am Kirchentag 1998 gesagt, wenn wir eine Weltordnung, eine neue Weltordnung haben wollen, dann kann man gar nicht umhin, dann muss man nationale Souveränitätsrechte abgeben, hat sie gesagt. Ist im Video dokumentiert. Hallo? Wer bestimmt das? Dass ein Staatsvolk nationale Souveränitätsrechte abzugeben hat, im Sinne einer neuen Weltordnung. Mit welchem Prozess soll das stattfinden? Wird da demokratisch drüber debattiert? Oder werden einfach Dinge, die natürlich vorhanden sind, einfach herangezogen, das Normative an Entwicklungen herangezogen, um dann eben diese Neuerungen und diese Entwicklungen zu setzen? Das heißt, wenn wir jetzt über solche Dinge sprechen, dann sprechen wir in allererster Linie drüber, ich möchte endlich eine Politik in Deutschland, die in der Lage ist, deutsche Interessen zu formulieren. Wir haben seit 30, 40 Jahren im Grunde keine Definition, was deutsche Interessen sind. Wenn Sie einen Franzosen fragen, einen Mittelschüler oder vielleicht Gymnasiast, der wird Ihnen sagen, was französische Interessen sind. Italiener, der wird Ihnen sagen, was wahrscheinlich auch ein Holländer wird sagen, was holländische Interessen sind. Ja, okay. Die deutsche Politik formuliert keine Interessen. Um aber Sicherheits- und Außenpolitik zu machen, muss man Interessen formuliert haben und sie in Übereinstimmung bringen mit seinen Nachbarstaaten. Man muss in einen Ausgleich treten. Das sind die Interessen des Nachbarstaates, das sind unsere Interessen. Wo gibt es den Ausgleich der einzelnen Interessen? Das findet in Deutschland praktisch nicht statt. Ich behaupte mal einfach, das soll auch gar nicht stattfinden, weil wir, wenn wir politisch darüber nicht debattieren, dann übernehmen wir eigentlich einfach die Forderungen, die von unseren transatlantischen Bündnispartnern an uns gestellt werden. Wir debattieren die mal pro forma im Parlament, und da die das sowieso alles nicht verstehen, dann heben die auch die Hand und am Schluss sind das dann einfach die Entscheidungen. Ich sage Ihnen, ich habe den Eindruck, in Deutschland, wir leben wie im Zeitalter des Biedermeiers. Weil wir nämlich überhaupt nicht das Politische zum Primat machen in Deutschland. Wir debattieren über Schulen mindestens seit 4 Jahren. Ich halte das für ein banales Problem. Nicht jetzt vielleicht für den einen oder anderen, aber gesamtgesellschaftlich ist das ein banales Problem. Es ist Ablenkung. Wir leben wie im Biedermeier im 18. Jahrhundert. Biedermeier, das klingt so schön, heimelig. Schön, Biedermeier. Biedermeier Möbel. Das war eine bleierne Zeit. Das war die Zeit, nachdem die Französische Revolution die Vormachtstellung des Feudalismus, des Adels, zum Teil rigide, gebrochen hat, unter Einsatz auch mal der Guillotine und so weiter. Und dann hat plötzlich das Bürgertum den Eindruck gehabt, sie sind frei. Sie entscheiden über Zukunftskonzeptionen ihrer Gesellschaft, der Bürgertum. Aber dann kam Metternich und der Wiener Kongress. Und dann haben die ganzen Freiheitsentwicklungen der Französischen Revolution zurückgedreht und haben im Grunde ein Überwachungsregime etabliert. Und die Menschen haben dem nachgegeben. Sie haben sich dann in die Innerlichkeit gezogen, wenn sie sich so ein bisschen mit Literatur beschäftigen. In dieser Literatur, da wird immer über Natur gesprochen, im Biedermeier. Da wird über innere Befindlichkeit geredet. Da wird über häusliches Glück gesprochen. Es wird aber nicht darüber gesprochen, was politisch, gesellschaftsrelevant letztlich in dieser Epoche letztlich stattfindet. Machen wir doch auch. Wir haben unsere Handys, wir haben Facebook. Wir debattieren Nebensächlichkeiten. Wir debattieren keine Hauptsächlichkeiten. Wenn ich also sage, ich habe den Eindruck, dass unsere Politik, unsere Gesellschaft
sich in der Epoche eines neuen Biedermeiers befindet, dann übertreibe ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das so nachvollziehen können, wenn ich das so schilde. Und dann kommt eine Lucke und dann machen wir eine neue Partei und dann haben wir einen Parteitag in Berlin und dann spricht der Herr Lucke vom Vormärz. Das ist ein sensationeller Ausdruck. Vormärz, kennt ihr das? Das war Burschenschaft. Und die wollten sich dann, die Restauration, wollten die sich einfach nicht mehr gefallen lassen. Die wollten die Unterdrückung, die neue Unterdrückung des Feudalismus, des Adels nicht mehr gefallen lassen. Und dann haben sich die bürgerlichen Schichten, die Studierenden gegen, haben sich in Burschenschaften, in Turnerbünden und sonstigen Vereinigungen getroffen und haben einfach gezeigt, wir sind das Volk. Und wir lassen es nicht mehr zu, dass wir unterdrückt werden. Wir wollen die Zukunftskonzeption für unseren Nationalstaat selber formulieren. Das war die Vormärz, also revolutionär, da war Revolution in der Luft gelegen. Und das wurde dann so ein bisschen abgemildert, indem dann Paulskirche, also die einzelnen Feudalstaaten, haben dann ein bisschen eingelenkt und man hat dann so langsam aber sicher eine Vorform eines Parlamentarismus eingeführt. Und meine Damen und Herren, in Berlin, als wir dann den ersten Parteitag, also Bundesparteitag hatten in Berlin nach der Gründung, hat er von Vormärz geredet. Und das sind, dann war er in Talkshows eingeladen, hat er natürlich zu seinem Hauptthema Euro sehr viel zu sagen gehabt. Und wir haben innerhalb von 4, 5 Wochen, haben wir es als 7, 8, 9.000 Leute, die in die AfD eintreten wollten, als Antragsteller gehabt. Super. Nur, bereits da gab es die Trennung zwischen den politisch interessierten Menschen in der AfD, die ein grundsätzliches politisches Interesse haben an Veränderungen, und den Menschen, die nur die Währung und die Währungsproblematik und die ökonomischen Bedingungen sozusagen zugrunde hatten. Diese Basispositionen, von denen ich gerade schon sprach, die wurden dann im Bundesvorstand, weil sie sollten ja eigentlich die Vorbereitung sein für das damalige Wahlprogramm, die wurden einfach vom Tisch gewischt. Nee, wir wollen nicht ganz so systemkritisch an die Sache drangehen. Nee, das wollen wir nicht. So. Also das war dann sehr mühsam, zumindest dieses kanadische Modell noch in den Wahlvorschlag hineinzubringen und so weiter. Dann kamen plötzlich solche Richtlinien auf im Bundesvorstand. Wir wollen nicht rechtsextreme Positionen, rechtsradikale Positionen. Wir wollen nicht islamfeindlich sein. Allein solche Debatten, Sie können sich das kaum vorstellen, wie die bis aufs Blut im ersten Bundesvorstand debattiert wurden. Ja, was ist um Himmels Willen islamfeindlich? Was ist das denn? Wenn man sich 20 Jahre, wie ich, mit dem Koran beschäftigt und mit dem Islam, dann kommt man zu einer rigiden Gegnerschaft zum Islam. Ist denn jetzt diese Form der Gegnerschaft islamfeindlich? Jedenfalls zulässig. Es muss zulässig sein. Nach unserer Aufklärung müssen wir auch über Religionen natürlich kritisch reflektieren können. Vor allen Dingen muss man feststellen können, dass eine islamorientierte Gesellschaft mit ihren Forderungen niemals kompatibel sein wird mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Weil eine islamisch orientierte Gesellschaft ist eine scharia-orientierte Gesellschaft. Auch wenn 98% der hier lebenden Islam, also Moslems, nicht sehr extrem sind. Es reichen aus, wenn wir 1% der hier lebenden extremistischer sind, denn die werden die schweigende Mehrheit zum Boden drücken. Das war im Dritten Reich, 1933, nicht anders. Wir waren in Deutschland nicht plötzlich alle Faschisten, sondern es waren vielleicht 2.000, 3.000 Leute, die aber dann an den Hebeln der Macht gekommen sind und dann Extremismus, Faschismus sozusagen, als Standard in die Gesellschaft gebracht haben. Als Lenin in Petersburg die Oktoberrevolution gestartet, das waren 2.000, 3.000 Extremisten. Die Masse der russischen Bürger war friedliebend, war schweigsam. Das hat aber alles nichts genützt. Am Schluss hat der Kommunismus 30 Millionen, 28 Millionen
Opfer zu beklagen. Einfach gehabt. Die schweigende Mehrheit ist irrelevant. Und so ist es natürlich auch mit dem Islam. Und wenn der Islam in seiner Grundstruktur mit der Scharia nicht kompatibel ist mit einer offenen, freien, demokratischen Bürgergesellschaft, dann muss man das nominieren. Herr Lucke wurde das gefragt in einem Landesparteitag in Bayern. Es ist alles auf Film bestens dokumentiert. Ob er denn den Islam für kompatibel oder schwierig hält. Dann hat er wirklich dargestellt, nein, er hätte also eine Reihe von muslimischen Geschäftspartnern, Mitdozenten an Hochschulen, und da war er schon mehrfach eingeladen, und die hätten ihm am Abendessen versichert, der Islam ist nicht gefährlich für unsere Gesellschaft. Das ist dokumentiert, ich erzähle Ihnen keinen Schwank. So, das hat natürlich Unmut ausgelöst. Er hat dann 3 Wochen später in einem Interview gesagt, wenn eine Kultur und eine Religion eine Sure hervorbringt, wie tötest du einen Menschen, dann ist es so, als ob du die gesamte Menschheit getötet hättest. Und wenn eine Kultur einen solchen humanen Ansatz hervorbringt, kann von dieser Religion keine Gefahr ausgehen. Was er aber unterschlagen hat, ist, dass genau diese Sure 5 nämlich weitergeht. Und explizit Nichtgläubige und Juden und Garnichtgläubige und Christen ausschließt und ihnen das, die Eigenschaft des Menschen gar nicht zubilligt. Das heißt, den zu töten, da hat man nicht die Menschheit getötet, da hat man Allahs Werk vernichtet. Dann hat er 3 Wochen später wieder ein Interview gegeben, weil er gemerkt hat, das wird Stress, weil dieses Thema birgt natürlich Stress in sich. Und da war die Headline, die Deutschen tun sich mit dem Islam noch schwer. Und da platzt mir die Galle, weil das ist schon die falsche Perspektive. Der Islam tut sich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schwer. Das ist die richtige Perspektive. Und na gut, voilà. Das gab also Debatten. Dann hatten wir Wahlprogramm, dann war Bundestagswahl, dann hatten wir Berliner Bundesparteitag, den ersten. Die Zusammensetzung des ersten Bundesvorstands wurde doch sehr gekonnt, regisiert, wer dann sozusagen in den Bundesvorstand eintritt. Sind das jetzt diejenigen, die eher den globalpolitischen Anspruch haben, oder sind es eher die, die nicht den globalpolitischen Anspruch haben? Ist denn die Deutungshoheit des politischen Führers durch diese Bundesvorstandsmitglieder gefährdet oder eher nicht gefährdet? Das sind alles so diese Sachverhalte. Dann hatten wir, ich rekapituliere das einfach, um Ihnen einfach zu zeigen, dass wir in der Alternative für Deutschland, in unserem Vortrag heißt ja Irrungen, Wirrungen, es ist ein Missverständnis. Die einen in der Partei wollen Basisveränderungen, Benennungen unserer politischen Probleme in Deutschland und in Europa. Und die anderen wollen dem eher aus dem Weg gehen, weil, und das hat er ja auch in folgenden E-Mails, zu denen ich ja auch noch komme, auch sehr deutlich gemacht. Wir hatten dann die UKIP-Auseinandersetzung. Ich will nicht mehr so ganz stark auf UKIP eingehen, aber wir haben hier wirklich eine historische Chance verspielt, vor allem für Deutschland. UKIP, kennen Sie, Farage, nehme ich an, sehr EU kritisch, aber nicht im Sinne von, ich will jetzt wirklich alles weghaben, sondern im Sinne von, so wie sich die EU verändert, wird es die Autorität und die Souveränität der einzelnen Nationalstaaten zerstören, zugunsten einer zentralistischen, durchaus auch imperialistisch intendierten Art und Weise, ein Europa zu gestalten, was vollkommen, meines Dafürhaltens, mentalitätsfremd zu den europäischen Staaten. Die einzelnen Nationalstaaten der europäischen Gemeinschaft sind nicht mehr, oder nicht, noch nie gewesen, imperialistisch orientiert. Großbritannien ist davon geheilt, Frankreich ist davon auch geheilt. So. Und genau diese Auffassung hat auch Farage. Wie
als EU-kritische Partei, die wir ja von Anfang an sind, nicht nur EU-kritisch, sondern auch eurokritisch, hätten eigentlich hier zusammen im Windschatten mit der doch sehr viel strammeren Forderung der UKIP sozusagen unsere EU-Kritik vorbringen können. Wollten wir aber nicht, haben wir nicht gemacht. Wir hätten noch am Tag des Fraktionsbeitritts zu der ECR wurde noch ein Angebot gemacht von der EFD, dass die, wenn wir dort hineingegangen wären in diese Fraktion, dass dann die Fraktion sich Alternative für Europa umbenannt hätte. Und das wäre natürlich ein historisches Signal gewesen. Eine junge Partei schafft es, die europaübergreifende Fraktion oder Gruppe im Europäischen Parlament den Namen Alternative für Europa zu entwickeln. Wollten wir nicht, aber wir wissen auch mittlerweile natürlich, warum das nicht gewünscht war. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor. Die Alternative für Deutschland fasst man entweder auf als eine der neuen Mainstream-Parteien. Ich ordne mich ein in das Gefüge der vorhandenen etablierten Parteien, habe den Anspruch, dass ich an manchen Stellen etwas besser politische Lösungen vorschlagen kann, aber im Zweifelsfall bin ich eine neue Mainstream-Partei. Oder ich habe einen anderen Ansatz. Ich sage, ich möchte einen systemkritischen Politikansatz haben. Ich möchte sehr viel von dem, was wir in Deutschland und in den europäischen Nationalstaaten haben, grundsätzlich in Frage gestellt bekommen. Wir müssen grundsätzlich Political Correctness ächten. Wir müssen grundsätzlich darauf bestehen, dass Nationalstaaten auf der Basis nationaler Identitäten sind. Wir müssen grundsätzlich darauf bestehen, dass mir ein Holländer sehr lieb ist, dass mir ein Italiener, meine Schwiegertochter ist Italienerin, sehr lieb ist, mein Sohn, der in England lebt, sehr lieb ist mit englischen mittlerweile Wurzeln. Das heißt, wir müssen die Vielfalt der europäischen Nationalstaaten als ein Asset betrachten und nicht nur zum Zwecke einer besseren Vermarktbarkeit von Produkten für supranationale, große, im Zweifelsfall aus Amerika herrührende Konzerne ein leichtes Marketingfeld für ihre standardisierten Produkte zu entwickeln. Das kann nicht im Sinne unserer nationalstaatlichen Identität und Gesellschaftsvorstellung sein. Aber das ist weit, das ist Systemkritik, um Himmels Willen, meine Damen und Herren. So eine Systemkritik, da kriegen wir ja überhaupt keine gute Redaktion mehr in irgendeiner Zeitung. Und ich sage Ihnen, wir müssen nicht unsere Kämpfe in den Redaktionsstuben führen. Wir müssen unsere Kämpfe in der Aufklärung der Mitmenschen, der Mitbürger führen. Und selbst wenn wir die Kontakte, ich habe Kontakte auch zu der Presse, wir müssen einfach zum Kenntnis nehmen, dass die etablierten Parteien in einem Machtkartell sich befinden mit den Medien. Wir werden nicht durch Unterwürfigkeit, durch Reduktion unserer anderen Sichtweisen sozusagen in irgendeiner Weise Sympathie erwecken. Wir sind systemgefährdend für diejenigen, die heute an den Hebeln der Macht sind. Und dieses Bewusstsein muss man entwickeln und entsprechend auch handeln. Ich sehe nicht, dass bei einem Herrn Lucke, da ist Hoffnung und Malz verloren. Er wird das so nie sehen. Und durch die Verfügungsgewalt über die Machtinstrumentarien in der Partei versucht er, und da werden wir vielleicht nach der Pause, dass ich dann vielleicht doch nochmal 20 Minuten nochmal dranhänge, über die Nutzung dieser Machtinstrumentarien versucht er hier eine Gleichschaltung, und ich sage ganz bewusst Gleichschaltung, auch wenn ich weiß, dass das historische Vergleiche möglicherweise möglich macht. Das ist der Versuch einer Gleichschaltung auf unterem Level, Reduktion der Systemkritik, rote Linien, die meines Dafürhaltens in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht als rote Linien
vorhanden sein dürfen. Im Rahmen unserer Demokratie und Meinungsfreiheit sind rote Linien eben genau da zu setzen, wo unser Grundgesetz sagt, hier ist die rote Linie. Aber innerhalb dieses Grundgesetzes gibt es überhaupt kein Überwinden der roten Linie. Waren zu dem damaligen Zeitpunkt, die sind auch heute noch nicht zufriedenstellend geklärt, aber zum damaligen Zeitpunkt waren sie sehr deutlich zum Nachteil der Einheit. Also das war einfach, das sind dann einfach Streitpunkte gewesen, was dann auch zum Zerstören des ersten Landesverbands des Vorstands in Nordrhein-Westfalen geführt hat. Wir haben dann solche Sachen wie, und ich will Ihnen ja jetzt ein paar Beispiele geben, wie Meinungsdiktatur auf demokratisch, Anführungszeichen, demokratische Art und Weise in der AfD durchgeführt wird. Wir hatten Leitlinien. Sie kennen die Leitlinien? Kennen Sie? Leitlinien, diese Broschüren. Die wurden in einem IT-Projekt entwickelt. Also da konnte jeder, der wollte, konnte seine Auswahl dann dahin schicken. Nur sage ich Ihnen, das ist Kappes. Weil diese Leitlinien wurden nach dieser Methodik gemacht. Welche Suppe möchten Sie haben? Linsensuppe, Erbsensuppe, Karottensuppe, Haferschleimsuppe. Eine Möglichkeit zu sagen, nee, ich will gar keine Suppe, ich möchte einen Schnitzel. Das war in diesen Leitlinienentwicklungen nicht. Also kann man Programmatik, und Leitlinien sind programmatische Entwicklungen, man kann das so nicht machen, weil es einfach, weil der Diskurs fehlt, weil der Austausch fehlt, weil die Agitation fehlt, weil die Mehrheitsbildung fehlt. Abgesehen davon, dass diese Leitlinien dann, als sie dann auch gemacht wurden, ich habe da habhafte Beweise dafür, sogar dann in den entscheidenden Punkten, zum Beispiel alles, was mit Islamisierung zu tun hatte, tatsächlich ja, dann auch gefälscht wurde. Gefälscht von dem damaligen Team. Wir hatten dann die Entwicklung hin nach Erfurt. War jemand von Ihnen in Erfurt, beim Bundesparteitag in Erfurt? Ja, ganz wenige. Ja, deshalb erzähle ich ein bisschen drüber. Weil das sind alles so Milestones in der Entwicklung zu einer immer antidemokratischeren Grundstruktur der AfD. Weil wir hatten ganz dezidiert bei der Gründung der AfD, versteht man mich eigentlich noch gut, weil ich habe mittlerweile den Eindruck, dass es ein bisschen abnimmt von Herrn Deutschland. Wir hatten bei der Gründung gesagt, es ist unheimlich wichtig, dass wir nicht wie die etablierten Parteien nur einen Vorsitzenden haben, sondern drei Sprecher. Und zwar wegen der Vielzahl der wahrscheinlich zu bearbeitenden Themen, sollten es unterschiedliche Leute sein, die hierarchisch gleich angeordnet sind. Lucke konnte sich aber relativ bald mit dieser Dreisprecherlösung, gleichberechtigten Sprecherlösung, nicht mehr abfinden. Und hat dann sozusagen seit der Nominierung für die Europawahl hingearbeitet auf eine Satzungsänderung, die dann in Erfurt am Erfurter Parteitag verabschiedet werden soll. Womit er nicht gerechnet hat, war, dass Konservative, aber auch Liberale, die in sehr engem Arbeitsaustausch waren und standen, ich gehöre dazu, wir haben das vom Tisch gewischt. Wir wollten damals diese Satzung in Erfurt nicht, weil sie die Möglichkeiten der Einflussnahme bis in die unterste Gliederung einfach zu stark dem Sprecher oder dem Vorsitzenden, dem einzelnen Vorsitzenden zugesprochen wurde. Und man kann schon fast sagen, ab Erfurt fing der Stress dann an. Kam die AfD eigentlich nicht mehr zur Ruhe. Es wurde permanent diese Satzungsänderung versucht zu realisieren. Der Bundesparteitag in Erfurt hat eine Satzungskommission einberufen. Das heißt, namentlich gewählt, das sind Satzungskommissionsmitglieder. Die haben auch getagt, 15 Mal. Die Ergebnisse wurden reihenweise von dieser Satzungskommission nicht akzeptiert von Lucke. Durch formale Tricks, indem einfach die vier Satzungskommissionsplätze des Bundesvorstands nicht besetzt wurden, sind also zu den Verhandlungen nicht gegangen, da konnten keine Entscheidungen getroffen werden, bis hin, dass dann die Endabstimmung
in einer Streitschrift Lucke gegenüber dem Bundesschiedsgericht für formal nicht richtig ergangen bezeichnet wurde, obwohl das Bewirken der formal nicht richtig ergangenen Entscheidung der Satzungsentscheidung vom Bundesvorstand und von Lucke ausging. Das heißt, die Ergebnisse der Satzungskommission, die aus allen Gliederungen Deutschlands mit wirklich reputierlichen und kompetenten Leuten besetzt waren, wurden in die Mülltonne geworfen. Und es kam dann ein Satzungsentwurf dann heraus, der in Vorbereitung zum Bremer Parteitag. Und Bremen hat dann diese ganze interne Diskussion, diese wüste Auseinandersetzung, vornehmlich durch die Person Herrn Henkels, so sage ich das jetzt mal in jeder Parteilichkeit, ich bin hier Partei, immer weiter zugespitzt. Und über den Bremer Parteitag und die daraus resultierenden Folgen, haben wir jetzt in Essen zu bearbeiten. Über die, schlage ich vor, werden wir anschließend nochmal in so rund 10 Minuten, bevor wir dann in die Diskussion eintreten, nochmal kurz sprechen. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Appetit. Dankeschön.